sichtbare Verfolgung der Juden beginnt. Die Judenverfolgung selbst ist natürlich schon älter. Das hat im Grunde schon mit dem 30. Januar 1933, dem Beginn der Hitler-Diktatur, begonnen. Aber da wird das dann öffentlich sichtbar. Die Synagogen brennen, Geschäfte von Juden werden verwüstet, Dutzende von Juden werden ermordet. Das ist wirklich ein Tag der Scham. Das ist der Beginn des Holocaust. Und insofern macht dieses Datum des 9. November 1938 diesen Tag zu einem ganz besonderen Tag. Frank-Walter Steinmeier hat das ja auch in einer Botschaft an den israelischen Staatspräsidenten schon sehr deutlich gemacht. Also dieser Tag ist eben schwierig, gerade eben wegen des 9. November 1938. Herr Görtemacker, bevor es losgeht, haben wir noch einen Augenblick Zeit. Deswegen machen wir den Stopp auch beim letzten Datum. Der 9. November 1938 war kalkuliert, überhaupt nicht kalkuliert und in den Kalendern vorhersehbar war der 9. November 1989, auch wenn eine gewisse Entwicklung erkennbar war. Und da plötzlich gingen die Herzen auf und Deutschland hatte eine einmalige Chance. Wie blicken Sie auf diesen Tag? Ja, der 9. November 1989 ist natürlich in der Tat ein Tag der Freude, die Öffnung der Mauer. Das ist der Beginn des Wiedervereinigungsprozesses und insofern erinnern sich natürlich sehr viele, gerade weil dieser Tag noch nicht so lange zurückliegt, der älteren Generation an diesen Tag. Und man sieht eben natürlich die Bilder, wie die Menschen dann eben jubeln und dann eben aus der DDR in den Westen fahren, die Menschenkolonnen, die Autokolonnen, die in den Westen kommen. Also das ist wirklich ein Tag der Freude und das gibt den Deutschen natürlich noch einmal eine Chance zu einer vernünftigen Entwicklung und man kann nur hoffen, dass diese Chance eben besser genutzt wird als die Chance, die eben tatsächlich schon 1918 am 9. November bestand. Und im Moment sieht es ja recht gut aus und wir hoffen, dass das eben auch so bleibt. Vielen Dank für diesen Eindruck, Herr Görtemarker. Es gibt uns Gelegenheit, noch einmal zu schauen, wie die Vorbereitungen im Bellevue vorangehen. Was wir sehen, ist, dass sozusagen die Gäste eingelassen wurden. Aber wenn wir das Kamerabild noch mal groß zeigen, was wir im Moment noch nicht sehen können, ist, dass die Reihe der Ehrengäste, also der Verfassungsorgane, gefüllt wird. Darauf warten wir noch einen Augenblick. Aber das gibt uns die Gelegenheit, Herr Görtemarker, weiterzusprechen. Denn wir Deutschen sind nicht alleine auf der Welt. Viele schauen sehr, sehr interessiert, manche auch sehr kritisch auf das, was wir tun, wie wir reden und wie wir schreiben. Wenn Sie jetzt die letzten Jahre überblicken, Sie haben eine lange wissenschaftliche Karriere gemacht, wo liegen wir da in den Einschätzungen? Naja, die Geschichte der Bundesrepublik ist ja doch eine Erfolgsgeschichte gewesen. Gerade auch wenn man das vergleicht mit der Weimarer Republik, die ja schon nach wenigen Jahren an ihr Ende gelangte. Anders als in den 1920er Jahren sind wir doch nicht nur eine demokratisch verfasste Gesellschaft, sondern diese Demokratisierung hat tatsächlich auch Wurzeln geschlagen in der Gesellschaft selber. Wir sehen das an vielen Beispielen, wie die Deutschen sich eben auch innerhalb Europas oder auch innerhalb der atlantischen Welt positioniert haben. Das war alles durchaus erfolgreich. Mit dem 9. November 1989 haben wir jedoch eine Zäsur, die das Ganze durchaus etwas unsicherer machen könnte. Denn bis 1989 waren wir eingebunden in den Ost-West-Konflikt, in den Kalten Krieg, und wir hatten im Grunde wenig selbst zu entscheiden. Seit 1989-90, seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, ist das anders geworden. Wir sind sehr viel freier. Wir haben sehr viel mehr Handlungsspielräume, und das macht es natürlich auch schwieriger. Bisher ist es so, dass wir uns im Rahmen der Europäischen Union natürlich sehr gut bewegt haben. Auch das Bündnis zu Amerika ist nach wie vor erhalten, auch wenn es eben Risse bekommen hat. Aber die Deutschen müssen natürlich sich jetzt in der Geschichte neu bewähren. Und das war eben vor 1989 nicht so. Herr Görtemarker, ganz herzlichen Dank auch für diesen sozusagen Einschätzungskurve, die uns noch einmal die Gelegenheit gegeben hat, gleich noch mal im Bellevue zu schauen. Tatsächlich sind jetzt die Verfassungsorgane eingetroffen. Als letztes der Bundespräsident. Zwei Verfassungsorgane ja in Deutschland aktuell mit Frauen besetzt. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel und die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Gleichzeitig haben wir noch den Bundesratspräsidenten gesehen, Bodo Ramelow. Wir haben gesehen Stefan Harbart, den Chef des Bundesverfassungsgerichts. Und
den Bundespräsidenten mit seiner Ehefrau. Danke für diese erste Runde. Wir sprechen nach der Veranstaltung weiter. Vielen Dank, Manfred Görtemarker, für diese Einschätzung bis hierhin. Wir gehen live, meine Damen und Herren, ins Schloss Bellevue. Die Veranstaltung beginnt mit einem Musikstück. Wir schalten uns ein. Doch sag ich noch nicht was. Der Sarg muss sein, noch größer wie's Heidelberger Fass. Und holt eine Totenbahre und Bretter fest und dick. Auch muss sie sein, noch länger als wie zu Mainzibrück. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein, als wie der starke Christus im Dom zu Köln am Rhein. Die sollen den Sarg forttragen und senken ins Meer. Großen Sarge gebührt ein großes Grab. Wisst ihr, warum der Sarg so groß und thank you.
9. November 1918, einem Sonnabend, zogen in Berlin Hunderttausende auf die Straßen. Nach 4 Jahren Krieg und Tod, Hunger und Zensur waren Frieden und Freiheit zum Greifen nah. Die Menschen zogen vor allem zum Reichstagsgebäude, zur Volksvertretung. Sie setzten ihre Hoffnung in die Demokratie. Seit einigen Wochen bin ich selbst gewählt, als Volksvertreterin, als jüngste Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ich arbeite heute dort, wo vor 100 Jahren Deutschland zur Republik wurde. Und nie war unser Bundestag so vielfältig und so jung wie heute. Ein neuer Geist geht um im Parlament. Es ist der Geist der Jugend, der Zukunft, der Erneuerung. Und das hat seinen Grund. Unser Land ist reich, doch zu viele Menschen, die in ihm leben, sind arm. Zu viele leben auf zu kleinem Raum und müssen hart dafür schuften, dass ihre Kinder auf die nächste Klassenfahrt mitfahren können. In Deutschland besitzen 45 Superreiche genauso viel wie die ärmere Hälfte unserer Gesellschaft, 50% der Bevölkerung. Und die Klimakrise zieht an. Immense Stürme, wachsende Wüsten, ein Anstieg des Meeresspiegels. Jeden Tag sterben auf unserem Planeten 130 Tier- und Pflanzenarten aus. Unsere Welt ist jetzt schon 1,1 Grad wärmer geworden. Menschen müssen ihr Zuhause verlassen. Im schlimmsten Fall sterben sie dabei an der tödlichsten Grenze der Welt, im Mittelmeer. Aber diese Welt muss nicht so bleiben. Die Probleme sind politisch lösbar, nur ein Weiter-so reicht eben nicht. Wir müssen jetzt schneller werden, Kehrtwenden wagen, mehr in den Dialog gehen, wertschätzen und ja, auch umkrempeln für eine bessere Zukunft. Die vielen Krisen unserer Zeit drängen junge Menschen auf die Straßen und nun auch in die Parlamente. Mit der Hoffnung und dem Willen, endlich etwas zu verändern, endlich mitzuentscheiden, was uns betrifft. 1918 waren freie Meinungsäußerung, das Wahlrecht für Frauen und eine demokratische Regierung ohne König oder Kaiser revolutionär. Aber unser Kampf für Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Mitgestaltungsrechte für alle ist noch lange nicht vorbei. Freie Wahlen müssen für alle möglich sein, politische Prozesse für alle verständlich. Demokratie zu verteidigen heißt heute auch, unseren Parlamentarismus abzustauben. Jetzt müssen wir gemeinsam neues Vertrauen wecken. Vertrauen in unsere Demokratie und in die Leistungsfähigkeit des Parlaments und in uns als Gesellschaft. Meine Generation braucht das. Ich glaube, wir alle brauchen das. Es ist an uns, am heutigen Geburtstag unserer parlamentarischen Demokratie nicht stehen zu bleiben bei einem herzlichen Glückwunsch, altes Haus. Es ist jetzt an uns, den Aufbruch von 1918 mitzunehmen in unsere Zeit für eine Zukunft für alle. Am 9. November 1918 trat Philipp Scheidemann gegen 14 Uhr auf einen Balkon des Reichstags. Seine Worte klingen zu uns wie aus einer fernen Zeit. Aber ihr Vertrauen auf die Demokratie ermutigt uns bis heute. Das deutsche Volk hat auf ganzer Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen, der Militarismus ist erledigt. Die Hohenzollern haben abgedankt, es lebe die Deutsche Republik. Der Abgeordnete Ebert ist zum Reichskanzler ausgerufen worden. Ebert ist damit beauftragt worden, eine neue Regierung zusammenzustellen. Dieser Regierung werden alle sozialistischen Parteien angehören. Jetzt besteht unsere Aufgabe darin, diesen glänzenden Sieg, diesen vollen Sieg des deutschen Volkes nicht beschmutzen zu lassen. Und deshalb bitte ich Sie, sorgen Sie dafür, dass keine Störung der Sicherheit eintrete. Wir müssen stolz sein können in alle Zukunft auf diesen Tag. Nichts darf existieren, was man uns später wird vorwerfen können. Ruhe, Ordnung und Sicherheit, das ist das, was wir jetzt brauchen. Dem Oberkommandierenden in den Marken und dem Kriegsminister Scheuch werden je ein Beauftragter beigegeben. Der Abgeordnete Genosse Göre wird alle Verordnungen des Kriegsministers Scheuch gegenzeichnen. Also,
Es gilt von jetzt ab die Verfügungen, die unterzeichnet sind von Ebert und die Kundmachungen, die gezeichnet sind mit dem Namen Göre und Scheuch zu respektieren. Sorgen Sie dafür, dass die neue Deutsche Republik, die wir errichten werden, nicht durch irgendetwas gefährdet werde. Es lebe die Deutsche Republik. Schlägt das Herz mit lautem Schall und Wasser schallt, sind Lieder. Aus düsterer Mauern, bangem Ring, flieg ich ins Weite, froh und flink, bat mich Wonne aus der offenen Brust die Sehnsucht nach verrauschter Lust und nach gehoffter Wonne. Die Winde tragen's Himmel an, die Gräslein geben Fürbitt dran, sich neigend in der Sonne. Mir ist so schlägt das Herz mit lautem Schall und Wasser schallt, sind Lieder. Aus düsterer Mauern, bangem Ring, flieg ich ins Weite, froh und flink, da hat mich Wonne wieder. Das Herz mit lautem Schall und Wasser schallt, sind Lieder. Und Wasser schallt, sind vor ein paar Tagen hatte ich Geburtstag. 1938 haben wir Geburtstage nicht mehr gefeiert, etwas fast wie der Tag zuvor, ein Arbeitstag. Auch dieser Morgen, der 10. November 1938, begann wie immer. Als ich aufstand, habe ich schnell am Fenster nach dem Wetter gesehen, das mir grau vorkam. Natürlich ein Novembermorgen.
Ein schnelles Auf Wiedersehen zu meiner Mutter, mein Bruder gerade aufgestanden. Er ging noch zur Schule, die später anfing, in die Mittelschule der jüdischen Gemeinde in der großen Hamburger Straße. Für meinen Bruder wird dieses Wochenende bedeutsam sein. Er wird am Samstag seine Bar Mitzwa haben. Eigentlich sollte sie im August sein. Zu der Zeit hat er eine schwere Gesichtsneuralgie, so musste sie verschoben werden. Wir freuten uns auf diesen Tag. Mein Bruder war ein sehr sensibler Mensch, den die Zerrüttung unserer Familie sowie die Ereignisse, die täglich bedrohlicher wurden, sein junges Leben tief belastete. Wir wohnten zu der Zeit in der Pension Mandowski am Ludwig-Kirch-Platz. Die Ehe meiner Eltern war ein Jahr vorher geschieden worden. Meine Mutter wollte zu der Zeit keine Entscheidung treffen, eine neue Wohnung zu beziehen. Auswanderung war in jeder jüdischen Familie die Gesprächsstoff. Hitler wurde umjubelt. Die Stimmung in jüdischen Kreisen war mehr als gedrückt. Viele, die das Glück hatten, Deutschland zu verlassen zu können, waren schon ausgewandert. Ich verließ die Pension, in der vor allem ältere jüdische Witwen oder Witwer wohnten. Es gab auch einige ältere Ehepaare, für die es in der Pension leichter war, sie einen eigenständigen Haushalt zu führen. Auch gab es einige, die auf die Ausreisepapiere warteten. Ich war an diesem Morgen auf dem Weg zu Rosa Lang Natanson, einem kleinen Salon in der Kalkortstraße, wo ich in der Lehre war, um die Schneiderei zu lernen. Noch in unserer Straße fiel mir nach kurzer Zeit die ungewohnte Leere der Straße auf. Um diese Zeit gingen eigentlich viele Leute zur Arbeit. Mein Blick war nicht nach unten gerichtet, denn so ging man zu dieser Zeit. Man wollte nicht auffallen, keinen Augenkontakt mit Menschen haben, die einen entgegenkamen. Warum fühlte ich mich so unbehaglich? Ich gab meinen Gefühlen nicht nach, sondern lief schnell weiter, um pünktlich im Salon zu sein. Doch in diesem Moment fiel mir auf, dass in der Straße eigentlich nur Männer mit den verhassten braunen Uniformen umstanden. Was taten sie? Sie standen in kleinen Gruppen. Ich fühlte, dass die Luft anders war als sonst. Meistens ist die Luft im November frisch und rein. Ein komischer, stickiger und schwerer Geruch war in der Luft. In dem Moment sah ich, dass ein Geschäft, das mir vorher nicht aufgefallen war, zerbrochene Fensterscheiben hatte. Und schon sah ich ein zweites. Auch vor dem standen sie in kleinen Gruppen. Auf der Straße sah ich nicht nur Fensterscheiben liegen, sondern auch Waren aus dem Geschäft, Dekorationen, Kisten mit geöffneten Deckeln und heraushängenden Waren
um die sich die Menschen, die sich angesammelt hatten, rissen, um so viel wie möglich an sich zu nehmen, so viel sie tragen konnten. Was immer das Geschäft angeboten hat, jetzt lag es auf der Straße und jeder konnte sich bedienen, während die Braunen vergnügt zusahen. In Panik erkannte ich jetzt, dass es den Geschäften auf der anderen Straßenseite, in der Ulanstraße, genau ergangen war. Ich hörte Knirschen unter meinen Schuhen. Ich war auf Glas getreten, das Glas der jüdischen Geschäfte, die es nicht mehr gab. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hatte, um umzukehren. Der kalte Schweiß rann mir den Rücken runter. Mein Gesicht war nass. Ich weiß nicht, habe ich geweint oder war es auch kalter Schweiß? Als ich in der Pension erreichte, waren sicher nicht mehr als 20 Minuten vergangen, seitdem ich sie verlassen hatte. Als ich losgegangen war, war alles noch still gewesen. Keine der Gäste war zu sehen gewesen. Bei meiner Rückkehr waren sie auf den Beinen, standen in kleinen Gruppen in der Halle und in kleinem Speisesaal beieinander, flüsternd in tiefer Bestürzung. Meine Mutter stand mit meinem Bruder an ihrer Seite in der Halle neben der Eingangstür, um mich wortlos in die Arme zu schließen. In ihren Augen und denen meines Bruders sah ich Angst und Verzweiflung. Kein Wort wurde gewechselt. Die Augen sprachen Bände. Was wussten die Bewohner, was ich nicht wusste? Wie war es möglich, dass ohne Radio, Telefon und Zeitung und so schnell eine Nachricht erreichen konnte? Noch vor 20 Minuten war es doch noch still im Haus gewesen. Jetzt erfuhr ich, dass nicht nur die Scheiben der jüdischen Geschäfte eingeschlagen und diese geplündert worden waren, sondern dass auch unser Tempel, unsere Gotteshäuser brannten, dass keine Feuerwehr kam, um das, was uns heilig ist, unsere Gotteshäuser zu schützen. Jetzt wurde mir klar, warum die Luft so schwer war, warum ich nicht hatte atmen können. Wir hörten, dass man jüdische Menschen in großer Zahl, alt und jung, aus ihren Wohnungen geholt und aus den Betten fortgeschleppt und an unbekannte Orte gebracht hatte. Mein Bruder war bei uns, aber wo war unser Vater? Eine schreckliche Ungewissheit, ohne eine Möglichkeit, etwas über zu erfahren. Erst vor einem Jahr hatten sich die Eltern getrennt. Noch vor einem Jahr hätten wir nicht geglaubt, dass so etwas in unserer Stadt, in unserem Land passieren könnte. Hatten wir es nicht für möglich gehalten, dass unsere Nachbarn zu einer solchen offenen Schandtat ihre Hände reichen oder sich umdrehen, um nichts zu sehen. Warum auch nicht? Heute ist die Gelegenheit, sich an jüdischem Gut zu bereichern.
da. Es lag auf der Straße. Es vergingen mehrere Tage in Ratlosigkeit. Wie konnte man etwas in Erfahrung bringen, um zu wissen, wo unser Vater ist? Die Nachrichten, die man hörte, waren schrecklich. Zwischen Gerüchte und Wirklichkeit lebten wir in Machtlosigkeit. Noch Tage der Ohnmacht kam der Vater, um uns zu sehen. Er hatte sich versteckt und so die Ungewissheit einer Verhaftung gegangen. Seine Kleidung sah nicht aus wie früher. Sein Anzug war verstört. Wir wussten, das ist der Anfang von viel Schlimmeren, was noch kommen wird. Thank you.
meinem stillen Gebiet. Ich lebe allein in meinem Es ist schon eine besondere Fügung des Schicksals, dass gleich drei wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte mit dem 9. November verbunden sind. Gerade der 9. November in seiner vielfältigen historischen Bedeutung zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir uns in Deutschland der Verantwortung von Geschichte stellen, im Guten wie im Schlechten. Der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls, ist einer der positivsten Momente der deutschen Geschichte. Er ist unvergesslich für alle, die ihn miterlebt haben. Ein Tag voller Freude und Genugtuung, auch für mich. Noch heute, 32 Jahre danach, werden meine Augen feucht, wenn ich die Bilder von damals sehe. Wenn ich sehe, wie Menschen freudestrahlend ungehindert die Grenze zwischen Ost und West passieren.
sich glücklich in den Armen liegen und ein Stück Freiheit genießen. Ich war damals 36 Jahre alt, arbeitete als Reporter beim Sender Freies Berlin in West-Berlin und durfte die ersten Bilder von den Grenzübergängen im ersten deutschen Fernsehen kommentieren. Doch für mich war diese Fernsehsendung mehr als ein journalistischer Beitrag. Aufgewühlt vor dem Ereignis spürte ich ein Gefühl des Triumphes. Denn der Fall der Mauer war für mich ein Symbol für das Ende der SED-Diktatur und das Ende der deutschen Teilung. Und das, was an diesem 9. November 1989 geschah, hatte auch viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Es war ein Wendepunkt in meinem Leben. Vor meinen Augen flimmerten plötzlich im Schnelldurchgang Stationen meines Lebens in der DDR. 1962, ich war 9 Jahre alt, da sah ich sie zum ersten Mal, die Mauer. Meinen Eltern fiel es sehr schwer, mir zu erklären, warum eine Mauer und ein Todesstreifen eine Stadt teilen und die Menschen an der freien Reise hindern. In den Jahren danach, im Alltag in meiner Heimatstadt Jena, spielte die Berliner Mauer auf den ersten Blick keine Rolle. Doch der Schatten der Mauer wirkte weit in unser Leben hinein. Wir waren begrenzt, nicht nur im Handeln, sondern auch im Denken. Es galt, sich unterzuordnen und mitzumachen, wie es vom Staat verlangt wird, entsprechend der ideologischen Vorgaben der Sozialistischen Einheitspartei, der SED. Und oft erlebte ich ein hartes Durchgreifen von SED, Stasi und Polizei gegen Freunde von mir. Sie waren kritische Geister und wurden wegen ihrer politischen Meinung verfolgt, von der Uni geworfen oder sogar ins Gefängnis gesperrt. Meine Mutter meinte immer dazu, irgendetwas Böses müssen sie doch getan haben. Erst als es ihren eigenen Sohn passierte, ich wegen meiner politischen Meinung verfolgt wurde und sie mich 1982 im Gefängnis besuchte, begriff meine Mutter, die DDR ist ein Unrechtsstaat, in dem Willkür herrscht. Nach Protesten von Politikern aus dem Westen wurde ich zwar nach 6 Monaten aus der Haft entlassen, doch nur kurze Zeit später aus der DDR ausgebürgert. Unter einem Vorwand wurde ich zum Rat der Stadt Jena bestellt. Dort warteten schon Mitarbeiter von Stasi und Polizei, die mich festnahmen. In Hemd und Hose, mit Knebelketten gefesselt, wurde ich zum Grenzbahnhof Probstzella gebracht. Ich wollte wissen, warum diese Männer mich gegen meinen Willen aus meiner Heimat wegbrachten und fragte den Polizisten, der mich bewachte. Was würden Sie dazu sagen, wenn das hier mit Ihrem Sohn gemacht würde? Eine Antwort bekam ich nicht. Stattdessen zog er die Knebelketten noch fester an. Ich konnte nur noch schreien. Gewaltsam wurde ich in einen Interzonenzug Richtung München geworfen und in den Westen abgeschoben. West-Berlin wurde nun zu einem neuen Lebensmittelpunkt. Von dort aus reiste ich auch durch die Welt, doch eine Einreise in die DDR war mir verboten. So lebte ich zwar vor der Mauer und doch hinter ihr. Und spätestens, als mir meine Mutter am Telefon mit tränenerstickter Stimme sagte, man hat uns unseren Sohn gestohlen, wusste ich, die Freiheit des Westens ist nur die halbe Freiheit, solange diese Mauer steht. 6 Jahre und 5 Monate sind nach meiner gewaltsamen Abschiebung vergangen, bis die Mauer fiel. Dann wurde der 9. November 1989 zu einem ganz persönlichen Glückstag für mich und meine Familie. Als unsere Fernsehsendung zu Ende war, machte ich mich auf den Weg nach Jena, nach Hause, zu meinen Eltern. Den unzähligen Menschen entgegen, die in dieser Nacht am Berliner Grenzübergang Invalidenstraße von Ost nach West strömten,
ging ich den umgekehrten Weg von West nach Ost in meine Heimat. Ob Ost oder West, es gibt viele, oft sehr verschiedene Geschichten von Menschen, die erzählt werden können und sollten. Es waren Hunderte, die an der innerdeutschen Grenze erschossen wurden. Es waren Zehntausende, die in politischer Haft saßen. Und es waren Hunderttausende, die ihre Heimat, den Westen, verließen. An diese Menschen und ihre Schicksale möchte ich hier erinnern. Die Erinnerung an das geschehene Unrecht verdeutlicht umso mehr die positive Bedeutung des 9. November 1989 für die deutsche Geschichte. Und eines gilt es besonders zu betonen. Der Mauerfall, das Ende der SED-Diktatur, war kein Geschenk des Himmels und auch kein Verdienst von SED-Funktionären oder Stasi-Grenzoffizieren. Der Mauerfall war das Ergebnis einer friedlichen Revolution von couragierten Menschen im Osten Deutschlands. Es waren wenige mutige Bürgerinnen und Bürger, die vorangegangen sind und dem SED-Regime die Stirn schon zeigten, als noch die Mehrzahl der Menschen ihr Bekenntnis zu Staat und Partei abgaben. Am Ende aber waren es dann Zehntausende, die ihre Angst überwanden und mit ihren Demonstrationen in der ganzen DDR der friedlichen Revolution zum Erfolg verhalfen und die Mauer zum Einsturz brachten. All diesen Menschen sei gedankt. Die Erinnerung an den Mauerfall am 9. November 1989 ist ein Signal in die Welt, das Menschen für die Zukunft Mut machen kann. Diktatur ist überwindbar. Dies ist das Hoffnungszeichen aus Deutschland nach Belarus, China oder Kuba. Die Erinnerung an die erfolgreiche deutsche Revolution 1989 ist auch eine Botschaft an die nächsten Generationen. Sie heißt, Freiheit und Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern Errungenschaften, die es zu schätzen und zu schützen gilt. Als ich dich gesehen zum ersten Mal, war ich gebannt von deinem Blick. Und dein Lächeln schien mir wie ein Strahl von Sonne und von Glück. Und ich suchte deine Nähe, gingst du auch an mir vorbei. Fühlte mich so reich und ich ahnte gleich, bald lacht uns ein Liebesmal. Ich weiß bestimmt, ich werd dich wiedersehen und in die Arme schließen. Und alles jauchzt in mir, wie wird das schön, dich immerfort zu küssen. Was früher war, das ist versunken und vergessen. Kein Schatten trübt der Sonne Schein. Wer kann dann unser Glück ermessen? Und immer will ich bei dir dich fort von mir, weit über Länder und das Meer. Und nun liegen zwischen mir und dir viele Jahre Sorgen schwer. Doch mich macht die tiefe Sehnsucht, die ich nach dir fühlte, nicht müde. Ich hab
Tag und Nacht nur an dich gedacht und es singt in mir das Lied. Ich weiß bestimmt, ich werd dich wiedersehen und in die Arme schließen und alles jauchzt in mir, wie wird das schön, dich immerfort zu küssen. Was früher war, das ist versunken und vergessen. Kein Schatten trübt der Sonnenschein. Wer kann dann unser Glück ermessen? Und immer will ich bei ich weiß bestimmt, ich werde dich wiedersehen. Ja, genau so ist es geschehen für Roland Jahn und seine Familie in der DDR und für so viele andere Deutsche aus Ost und West, die sich in der Nacht vom 9. November 1989 und in den Tagen und Wochen danach überglücklich in die Arme fielen. Aber so ist es nicht geschehen für Margot Friedländer, die ihre Liebsten niemals wieder sah. Ihre Mutter, ihren Vater, ihren Bruder, sie alle hatte Margot Friedländer in den Vernichtungslagern verloren. Ist auch nicht so geschehen für Adolf Strauß, den Komponisten des eben gehörten Liedes. Er hat es 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt geschrieben. Wenige Monate später wurde er in Auschwitz ermordet. Frau Bundeskanzlerin, Frau Bundestagspräsidentin, Herr Bundesratspräsident, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, verehrter Herr Präsident des Europäischen Rates, lieber Charles Michel, verehrte Abgeordnete, verehrte Vertreter der Religionsgemeinschaften, sehr geehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie herzlich im Schloss Bellevue an diesem besonderen Tag, dem 9. November. 1918, 1938, 1989. Unsere Gäste haben heute Vormittag drei sehr persönliche, sehr bewegende Schlaglichter geworfen und ich möchte Ihnen dafür danken. Emilia Fester, der jüngsten Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die Philipp Scheidemanns Stimme hat neu erklingen lassen. Roland Jahn, den wir erst kürzlich als Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen verabschiedet haben, und Margot Friedländer, die vor wenigen Tagen ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. Wir sind unendlich dankbar, Sie unter uns zu haben, und das nicht nur an diesem Tag. Liebe Margot Friedländer, Sie sind ein Segen für unser Land. Der 9. November hat tiefe Spuren hinterlassen auf dem verschlungenen Pfad des 20. Jahrhunderts. Ihre Beiträge vorhin haben uns eine Ahnung davon gegeben und auch von der inneren Verbindung zwischen diesen Daten, von der politischen Sogwirkung des 9. November, die er seit 1918 entfaltet hat. Nicht ohne Grund wählten die Nationalsozialisten den Jahrestag der Ausrufung der Republik, um ihren ersten großen Angriff auf die ihnen so verhasste Demokratie zu starten, den sogenannten Hitlerputsch
vom 9. November 1923. Und so wie der 9. November lange Schatten wirft, so hat auch er selbst eine lange Vorgeschichte. Wir können den 9. November im 20. Jahrhundert nicht verstehen ohne einen tieferen Blick zurück. Ein Blick auf die Wurzeln der Freiheits- und Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert und natürlich auf ihre Gegenkräfte, auf Restauration, Antiliberalismus und Großmannszucht. 1848 fiel diesen Gegenkräften der Paulskirchendemokrat Robert Blum zum Opfer, standrechtlich erschossen an einem weiteren 9. November, der heute zumindest erwähnt sein soll. Von diesen historischen Wurzeln, von den Vorboten von Freiheit und Demokratie, haben wir heute auch gehört. Und zwar in Form von Kunstliedern des 19. Jahrhunderts, die ein wahrer Kulturschatz unseres Landes sind. Ich danke Benjamin Appel und Wolfram Rieger für ihre wunderbare Darbietung und Almut Lustig für die Untermalung am Schlagwerk. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, was also ist uns Deutschen dieser Tag, dieser 9. November? Was soll er uns bedeuten? Der 9. November ist gewiss kein Feiertag, kein Tag für Feuerwerk und Militärparaden, so wie unsere Freunde in Amerika am 4. Juli oder unsere Nachbarn in Frankreich am 14. Juli ihr Land feiern. Er ist auch nicht ein Gedenktag in dem Sinne, dass wir uns mit ernster Miene zusammenfinden zu einem eingeübten, manchmal etwas starren Ritual. Der 9. November ist, wie ich finde, auch kein Schicksalstag, so gern dieser Begriff auch Jahr um Jahr bemüht wird. Schicksal, das klingt nach Vorsehung, nach höherer Gewalt. Nein, am 9. November waren immer menschliche Kräfte am Werk. Kräfte des Fortschritts und der Barbarei. Kräfte der Befreiung und des Unrechts. Und gerade weil es um menschliches Handeln geht, um das, was Deutsche getan haben und was wir daraus lernen für unser Handeln, gerade deshalb ist der 9. November ein bedeutsamer Tag. Warum aber spielt ein Tag von diesem Gewicht bislang nur eine untergeordnete Rolle in unserem öffentlichen Gedenken? Vielleicht schien es lange schlicht unmöglich, dem 9. November irgendwie gerecht zu werden. Gerade weil er so viel bedeutet, gerade weil er uns verunsichert. Dem 9. November auszuweichen mag verständlich sein, doch wir sollten uns ihm stellen mit all seinen Widersprüchen. Der 9. November ist ein ambivalenter Tag, ein heller und ein dunkler Tag. Er macht uns Herzklopfen und treibt uns, Ihnen ging es eben auch so, Tränen in die Augen. Er lässt uns hoffen auf das Gute, das in unserem Land steckt, und er lässt uns verzweifeln im Angesicht seiner Abgründe. Vielleicht ist der 9. November gerade deshalb ein sehr deutscher Tag. Ein Tag, der wie kaum ein anderer Auskunft gibt über unser Land. In meinen Augen ist der 9. November der deutsche Tag schlechthin. Die Ambivalenz, die Zerrissenheit, die Freude und das Leiden an Deutschland hat wohl kein Meister der deutschen Sprache in solch zeitlose Worte gefasst wie Heinrich Heine, der große deutsche jüdische Dichter. Seine Worte, vertont von Robert Schumann, haben wir heute Vormittag zuallererst gehört. Die alten bösen Lieder, die Träume bös und arg, die lasst uns jetzt begraben, holt einen großen Sarg. Wisst ihr, warum der Sarg wohl so groß und schwer mag sein? Ich senkt auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein. Bis heute steckt in diesem Bild eine Versuchung. Ein großer Sarg für das Vergangene, für Liebe und Leiden, tief versenkt ins Meer des Vergessens. Das ist, wie ich finde, eine gefährliche Versuchung. Warum? Auf meinen Reisen als Präsident und vorher als Außenminister dieses Landes bin ich immer wieder mit dem Blick der anderen auf uns Deutsche konfrontiert.
Nicht selten begegnet mir da ein bestimmtes Bild von uns, ein Klischee vielleicht. Die Deutschen seien verschlossen und distanziert, gerade wenn es um ihr Verhältnis zum eigenen Land geht. Sie seien steif, humorlos natürlich und irgendwie emotionsarm. Ich glaube, das Bild ist falsch. Ich glaube, wir Deutsche haben viele Gedanken und Gefühle, wenn es um unser Land geht. Wir wissen oft nur nicht, wohin damit. Der 9. November rückt diese Schwierigkeit ins Brennglas eines einzigen Tages. Was kann, was darf ein Tag uns bedeuten, an dem Freud und Leid, Aufbruch und Abgrund so jäh aufeinandertreffen? Welchen Sinn kann solch ein Tag stiften? Ein Tag, der, wie Heribert Prantl geschrieben hat, nicht nur im Licht, sondern auch im Zwielicht steht. Ich bin überzeugt, gerade in seiner Ambivalenz ist der 9. November ein Tag, der uns viel zu sagen hat. 1938 erinnert uns an das Menschheitsverbrechen der Shoah, an 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden. Dieser Tag erinnert uns an ein Mädchen wie Margot Friedländer, das beschimpft und bedroht wurde, an ganze Familien, die erst ausgegrenzt, dann entrechtet, verfolgt und schließlich ermordet wurden. Und er erinnert uns an Millionen Deutsche, die mittaten oder mitwussten, die wegschauten oder denunzierten. 1938 mahnt uns zu Wachsamkeit und Zivilcourage. 1938 mahnt uns, aufzustehen gegen Antisemitismus, gegen Hass und Hetze, wo immer sie sich heute zeigen. Meine Damen und Herren, die Erinnerung an die Shoah ist durch nichts zu relativieren und unsere Verantwortung kennt keinen Schlussstrich. 1918 und 1989 erinnern uns, dass Freiheit und Demokratie nicht vom Himmel fielen und natürlich niemals auf ewig gesichert sind. 1918, 1989 zeigen uns den ungeheuren Mut von Demokratinnen und Demokraten, einen Mut, an dem wir uns Beispiel nehmen können. Gerade weil der 9. November für all das steht, gerade weil er keine Eindeutigkeit und keine Gewissheit gibt, gerade deshalb sagt er viel über unser Land. Deutschland, wie es heute ist, kann man nicht verstehen ohne die Schatten des Nationalsozialismus, des Vernichtungskrieges und der Shoah. Aber die Liebe zur Freiheit, der Mut zur Demokratie, auch sie sind tief verwurzelt in unserer Geschichte. Auch aus diesen Wurzeln konnte die Bundesrepublik nach 1945 wachsen und gedeihen. Diese Ambivalenz auszuhalten, Licht und Schatten, Freude und Trauer im Herzen zu tragen, das gehört dazu, wenn man Deutscher ist. Und vielleicht ist es auch genau das, was unseren Patriotismus ausmacht. Wir können unser Land nur mit diesen Widersprüchen lieben, aber wir können es lieben. Wir können stolz sein auf die Wurzeln von Freiheit und Demokratie, ohne den Blick auf den Abgrund der Shoah zu verdrängen. Und wir können uns der Abgründe bewusst sein, wir können wachsam sein für neuen Abgründen, ohne uns die Freude über das zu versagen, was geglückt ist in unserem Land. Beides anzunehmen, Scham und Trauer über die Opfer und Respekt und Wertschätzung für die Wegbereiter unserer Demokratie, darum muss es gehen. Das ist der Kern eines aufgeklärten Patriotismus. Statt Posaunen und Trompeten ein Patriotismus der leisen Töne. Statt Triumph und Selbstgewissheit ein Patriotismus mit gemischten Gefühlen. So ein Patriotismus ist gewiss ein anderer, als andere Nationen ihn pflegen. Manche mögen darin eine Schwäche sehen. Ich persönlich bedauere das nicht. Der 9. November, dieser deutsche Tag, ist ein widersprüchlicher, aber eben ein besonders wertvoller Tag. Ich wünsche mir, dass wir ihn als solchen begehen, dass wir
ihn näher an uns heranlassen, als Tag zum Nachdenken über unser Land. Wenn uns das gelingt, dann dürfen wir heute miteinander jene Hoffnung erneuern und bekräftigen, die Philipp Scheidemann am 9. November 1918 vom Reichstag aus gerufen hat. Es lebe die Deutsche Republik, es lebe die deutsche Demokratie. Vielen Dank. Deutschland grau, aber der 9. November 1848, der verfinsterte sich noch mehr, denn die Märzrevolution scheiterte und 1923 gab es den Hitler-Ludendorff-Putsch, schrecklich. Aber ganz finster wurde der 9. November, wirklich finster und schamhaft, 1938. Der 9. November ist für mich vor allen Dingen der Tag des Gedenkens an die Pogrome 1938. Solidarität war nicht zu erkennen. Keine Unterstützung von außen, kaum Zivilcourage. Die Reichspogromnacht war der Moment, wofür eine kritische Masse aus Worten Taten wurden. Es war das Zerbrechen der Fassade der Zivilisation. Für mich ist dieser wichtige Tag, der 9. November, mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen, Gewalt, Vernichtung, Selbstermächtigung, Überheblichkeit, lebensprägend geworden. Gott sei Dank gab es den 9. November 1918, denn da klappte die Novemberrevolution und wir hatten endlich eine deutsche Republik und Demokratie, ein Lichtstrahl im November. Aber richtig schön wurde es 1989. Ich selber wurde nur einige Wochen vor dem Mauerfall in dieser Stadt geboren und ich kenne und liebe mein Berlin eigentlich nur als Vereintes. Und obwohl es mich noch gar nicht richtig gab, weiß ich aber trotzdem, dass ein Leben in der Demokratie nicht selbstverständlich ist. Das bedeutet, dass wir achten müssen, dass niemand wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Religion, wegen seiner Herkunft, seiner Weltanschauung oder seiner sexuellen Orientierung ausgegrenzt oder gar verfolgt wird. Dieser eine Tag erinnert uns beständig daran, dass in allen Worten das Potenzial zu Taten steckt. Es ist mehr als ein historisches Ereignis. Es ist ein immerwährendes Mahnmal. Es bedeutet, die Stimme zu erheben, wenn so etwas passiert. Es bedeutet, Zivilcourage zu zeigen. Ich kann mir ein großsprecherisches Deutschland kann ich mir vorstellen. Jedenfalls möchte ich es mir nicht vorstellen. Deutschland, die Bundesrepublik, hat für mich ihren Charakter und auch ihre Größe in der Gebrochenheit. Das wünsche ich allen nachwachsenden Generationen, dass sie nicht vergessen, wie lang der Weg zur Demokratie war. Und deswegen glaube ich, ist es total an unserer jungen Generation, dieses Erkämpfte zu verteidigen, damit wir das freie Leben, was ich so sehr genieße und wofür ich so dankbar bin, einfach in unserer Realität behalten. Dieser Tag, in seinem Schrecken, aber auch in seiner Hoffnung, in seinem Glück, dieser Tag verkörpert für mich das heutige Deutschland. Möge er in keinem Jahr vergessen werden, weil er für unser Selbstgefühl und Selbstbewusstsein entscheidend ist.
Gerechtigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Meine Damen und Herren, soweit also das Gedenken aus dem Schloss Bellevue. Mit uns verfolgt hat das Manfred Görtemarker aus sicherer Distanz in Brandenburg. Wir haben schon eingangs gesprochen, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, darüber, dass das nicht ganz einfach ist, für uns Deutsche ein angemessenes Erinnern zu finden. Jetzt gerade herausgefragt, Sie haben diese Stunde jetzt hier mit uns vollzogen und beobachtet, war das in Form und in der Akzentuierung das, was Sie erwarten würden, für das, was ja Steinmeier vorhat, das jetzt sozusagen zum jährlichen Punkt zu machen? Ja, es war eine sehr würdige Veranstaltung, aber es war auch eine Veranstaltung, die den verschiedenen Aspekten dieses Tages eben sehr gut gerecht geworden ist. Und sehr eindrucksvoll waren natürlich die Aussagen derjenigen, die diesen Tag aus ihrer jeweiligen Perspektive eben erlebt haben, ob das Herr Jahn war, ob das eben Frau Friedländer war. Das waren natürlich sehr eindrucksvolle Zeugnisse. Und die zeigen eben nochmal sehr deutlich die Schwierigkeiten, die man mit diesem Tag eben haben kann, weil es eben so unterschiedlich ist. Der Bundespräsident hat, glaube ich, vollkommen zu Recht gesagt, dass das eben kein Feiertag sein kann, sehr wohl aber ein Tag historischen Gedenkens. Und diese Art von Patriotismus, die er auch ja nochmal betont hat, ist natürlich durchaus angemessen, wenn man diesen Tag in dieser Ambivalenz eben auch deutlich macht. Aber die Schwierigkeiten, die wir mit diesem Tag haben, sind, glaube ich, hier noch einmal sehr deutlich geworden. Sie sind verständlich, aber sind eben auch Teil unserer Geschichte. Und insofern würde ich eben tatsächlich zustimmen, dass das zwar kein Feiertag sein kann, sehr wohl aber ein Tag des historischen Gedenkens und der Erinnerung immer wieder sein muss, gerade auch für die jüngeren Generationen. Ein Tag zum Nachdenken, so hat er sich das gewünscht. Herr Görtemarker, Sie haben die Redner angesprochen. Natürlich hat jemand wie Margot Friedländer, gerade 100 Jahre alt geworden, in ganz hohem Alter in ihren 80ern zurückgekehrt aus New York nach Berlin, hat dort sozusagen den Wohnsitz wieder genommen bei den Tätern. Sie hat besonders beeindruckt. Das ist die Generation Erinnerung und die Generation direktes Erleben. Was tun wir, um das fortzuschreiben, wenn diese Generation nicht mehr zur Verfügung steht? Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, dass es nicht so etwas wie einen Schlussstrich unter die deutsche Geschichte geben darf. Man muss sich immer wieder erinnern, man muss sich immer wieder neu erinnern. Zu Beginn der Bundesrepublik, Anfang der 50er Jahre, hat ja sogar Bundeskanzler Adenauer gesagt, wir brauchen einen Schlussstrich, wir müssen sozusagen neu beginnen. Neu beginnen kann man aber nur, wenn man sich an die Vergangenheit erinnert. Ein anderer Bundespräsident, Richard von Weizsäcker, hat das mal sehr schön formuliert, als er sagte, die jüngeren Generationen
sind nicht verantwortlich für das, was gewesen ist, aber sie sind verantwortlich für das, was daraus wird. Und um diesem Anspruch gerecht werden zu können, muss man sich erinnern, muss man wissen, was geschehen ist. Und deswegen muss jede Generation die Geschichte neu schreiben und sich immer wieder an diese Dinge erinnern, die eben 1918 oder 1938 oder 1989 geschehen sind. Nur dann ist man eben tatsächlich auch in der Lage, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Herr Görtemarker, und wenn Sie das Stichwort Wissen aufmachen, dann sind wir bei der Verantwortung von Bildung, Ausbildung, Schule, Hochschule. Wo haben wir da Nachholbedarf in Deutschland, dass eben auch die anderen Generationen im Bilde sind, jetzt im klassischen Sinne? Also hier muss ich leider sagen, dass wir einen sehr großen Nachholbedarf haben, gerade in historischer Bildung. Wir haben, glaube ich, in unserer Bildungspolitik in den vergangenen Jahren den Fehler gemacht, und zwar in allen Bereichen, ob das eben an den Gymnasien oder den Gesamtschulen ist oder auch in den Universitäten, dass wir sehr viel Wert gelegt haben auf neue Fächer, auf technisches Wissen und so weiter. Das ist ja auch alles sehr verständlich und richtig. Aber die historische Bildung ist das Fundament, auf dem jede Gesellschaft basiert. Und wenn man dort nachlässt, dann wird man vielleicht nicht sofort, aber doch längerfristig ein Problem bekommen. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir diesen Bereich der historischen Bildung in den Schulen und an den Universitäten stärker gewichten. In der öffentlichen Wahrnehmung geschieht das meines Erachtens schon. Ich glaube, dass die Medien hier einen sehr wichtigen Beitrag geleistet haben und sicherlich auch in Zukunft leisten werden, geschichtliches Denken, geschichtliches Wissen zu vermitteln. Und insofern ist mir da nicht bange. Aber an den Schulen und Universitäten kommt die Ausbildung gerade der jüngeren Generationen für die geschichtliche Erinnerung doch deutlich zu kurz. Herr Görtemarker, und das bringt uns noch zu einem weiteren Punkt. Die erste Rednerin, die jüngste Bundestagsabgeordnete, hat es ja angesprochen, hat sich über den Bundestag gefreut, der in seiner Zusammensetzung diverser ist. Auch unsere Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft ist immer diverser geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir leben zusammen mit vielen Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Wie schaffen wir, dass wir sozusagen da ein gemeinsames Erinnerungs- und vielleicht sogar ein gemeinsames Wertegerüst finden? Bei den Werten ist es besonders schwierig, glaube ich. Beim Wissen kann man vielleicht ein bisschen mehr tun. Diejenigen Menschen, die zu uns gekommen sind, aus welchen Gründen jetzt auch immer, die durchlaufen natürlich unser Bildungssystem und werden dann auch sich in diese Gesellschaft eben integrieren. Bei den Wertvorstellungen ist das schwieriger. Hier ist es eben so, dass Werte natürlich über Generationen vermittelt werden. Und da dauert es sehr lange, bis sich Wertesysteme verändern. Wichtig ist nur, und darauf würde ich besonders großen Wert legen, dass man darauf achten muss, dass die Werte, die in unserer Gesellschaft gelten, auch von denjenigen angenommen werden, die zu uns kommen und ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft hierher verlegen. Wenn das nicht geschieht, haben wir früher oder später eine gespaltene Gesellschaft, und das ist sehr gefährlich. Wir sehen das jetzt schon teilweise in Frankreich, wir sehen es in Großbritannien, auch in den USA. Das darf nicht passieren. Deswegen ist die Vermittlung von historischem Wissen, aber auch die Vermittlung von Werten eine zentrale Aufgabe jeder Gesellschaft. Und da darf man eben nicht nachlassen. Und ich würde mir wünschen, dass uns das gelingt, die Menschen, die zu uns gekommen sind, auch tatsächlich in unsere Gesellschaft mit unseren Werten zu integrieren, auch wenn es eben eine Weile dauern wird, bis das geschieht. Herr Görtemarker, noch eine Schlusseinschätzung Ihrerseits. Bundespräsident Steinmeier, ging es darum, mit dieser Veranstaltung tatsächlich einen Punkt zu setzen, die Bilder und die Werte von Demokratie, von Menschlichkeit und von Freiheit gekoppelt an diese drei historischen Daten noch einmal zu vermitteln. Wir haben vor der Veranstaltung gesprochen. Sie haben eine gewisse Skepsis gezeigt und gesagt, es wäre schwer, in Deutschland so etwas durchzusetzen als institutionalisiertes Gedenken. Inwieweit hat diese Veranstaltung jetzt geholfen, das vielleicht doch in Zukunft zu schaffen? Ja, die Frage ist, was ist eigentlich institutionalisiertes Gedenken? Also was natürlich möglich ist, ist, dass das ein Tag der Erinnerung wird, dass man hier tatsächlich einen Gedenktag
installiert, dass man also in jedem Jahr, so wie der Bundespräsident selbst es übrigens in den vergangenen Jahren immer schon getan hat, immer wieder an diesen Tag erinnert. Aber es reicht nicht aus, das nur an einem Tag im Jahr zu tun. Man muss eben tatsächlich auch in den Bildungseinrichtungen dafür sorgen, dass dieser Tag eben im kollektiven Gedächtnis verankert wird. Das ist, glaube ich, wichtiger, als wenn man das nur einmal im Jahr betont. Der Bundespräsident selber hat das auch gesagt, man darf daraus keinen Gedenktag machen, in dem Sinn, dass man einmal nur darauf eingeht und dann mit einer gewissen Starrheit das auch immer wiederholt. Das reicht nicht aus. Der 9. November ist tatsächlich, wenn man so will, ein Tag der Deutschen in der ganzen Ambivalenz. Und so muss er eben auch dargestellt werden. Und gerade in den Bildungseinrichtungen, vielleicht auch in den Medien, hat man die Möglichkeit, dieser Ambivalenz, dieser Komplexität dieses Tages eben doch gerecht zu werden. Und insofern hat der Bundespräsident, glaube ich, schon den richtigen Akzent getroffen, diese Initiative zu ergreifen, aus diesem Tag mehr zu machen und die Ambivalenz eben tatsächlich in beiden Richtungen zu sehen, als einen Tag der Freude einerseits, so wie wir das, oder des Aufbruchs, so wie wir es 1918 oder 1989 erlebt haben, aber auch als einen Tag der Scham, der eben tatsächlich auch unsere Gesellschaft ja eben betrifft. Und das beides ist eben Teil dieser Gesellschaft und insofern ist dieser Tag ideal geeignet, die ganze Komplexität der deutschen Geschichte, insbesondere im 20., aber auch im 19. Jahrhundert, noch mal deutlich zu machen. Jeder Tag sollte ein Tag des Nachdenkens sein. Ganz herzlichen Dank. Der Historiker Manfred Görtemarker war das, zugeschaltet aus Brandenburg. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier bei Phoenix. Merci. Sehr gern. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, und wir kehren zurück zur Tagespolitik, zu etwas, was uns diesen Tag, aber auch noch viele weitere Wochen und Monate beschäftigen wird, die Pandemie. Sie ist gleichzeitig eine erste Nagelprobe für die künftige Ampel. Die Corona-Lage in Deutschland läuft aus dem Ruder, so sehen es viele. Die Inzidenz heute auf einem weiteren Höchstwert von 213,7. Die Politik muss handeln, und zwar schnell. Das ist auch die allgemeine Auffassung. Gestern haben SPD, FDP und Grüne einen Gesetzentwurf zur Änderung der Corona-Spielregeln vorgelegt.